Hallo zurück zu den Ereignissen rund um den Zombie-Ausbruch in Raccoon City und wie Claire Redfield das Ganze erlebt hat. Ja, wir haben begonnen mit ihr B-Szenario, das ganz anders beginnt als das von Leon, also das A-Szenario, und sind hier jetzt in dem ersten Gang und haben hier einen Licker am Fenster vorbeigehen sehen. Und ich befürchte, dass die jetzt hier kommen werden. Was ich schon mit Leon befürchtet habe. Ich höre sie ja schon. Wie wir mit Leon hier waren, habe ich schon gesagt, ja, in dem Gang kamen die Licker im Original. Aber offensichtlich kommen sie jetzt hier nur mit Claire. Na, da ist er ja auch. Aber ich habe keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Ehrlich gesagt. Ja, da brauchen wir wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Weil für dich habe ich viel zu wenig Munition. Nächstens kommen dann da keine Zombies jetzt rein, oder? Weil wenn ich jetzt anfange zu schießen, kriegt er mit, wo ich bin. Braver Licker, guter Licker. So, da müsst es einen Bericht geben, ja. Das ist der Ereignisbericht, den haben wir aber auch schon gelesen. Genau. Die Karte. Sehr gut. Da können wir ja jetzt schon gleich rein, weil wir ja den Bolzenschneider schon haben. Können hier gleich das Elektronikteil mitnehmen eigentlich. Und auch den Code für den Spind im... Na, oben... Im Spindraum, ja. Cap. Ein grünes Kraut können wir aber jetzt nicht aufnehmen. Eine Blendgranate. Können wir auch nicht aufnehmen. Da können wir aber auch sperren. Und da haben wir Bretter. Und da kommen wir nicht durch, weil uns der Herzschlüssel fehlt. Okay. Aber der Vollständigkeit halber gehen wir auch mit Claire hier durch die Oberlichte einmal durch. Wait, hier im Besprechungszimmer ist noch was. Okay, Munition. Und da ist wieder das Dickerchen am Donutautomat. Passt. Messer hätte ich gern wieder eines. Ja, ihr zwei lebt ja bei beide noch hier, ne? Ach komm! So. Aber gehen wir trotzdem hier rein mal. Dann können wir gleich alles plündern, was wir können.
Ja. Was ist denn da überhaupt noch? Danke. Ah ja, das ist der Film gewesen. Nein. Auch nicht. Passt. Ah ja, Munition, okay. Ja, und zwei können wir ja noch nichts öffnen. Ja. Yep. Aha, der Film, für den wir keinen Platz haben. Und Munition. Und dann gehen wir schnell in den Filmentwicklungsraum. Da sind Bretter, gut. Damit können wir das dann da gleich vernageln. Ist die Alte jetzt schon wieder runtergesprungen da? Im Stiegenhaus? Jetzt schon? Heilspray verstauen. Den Bolzenschneider brauchen wir schon nicht mehr. Okay. Blaues Kraut nehme ich mal raus. Das mixe ich dann nämlich mit dem Grünen hier. Gut. So, das Elektronikteil verstauen wir fürs Erste. Gut. Dann machen wir draußen mal das Fenster zu. Oh, fuck. Ein Glück, dass die nicht in die Safe Rooms hinein können. Warum auch immer. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und noch ein grünes Kraut. Oh, oh, ach verdammt. Und da geht meine Handgranate dahin. Okay, der lebt aber nicht mehr. So, die ist ja auf Munition gesessen, die gute. Warte, wir können da raufgehen und uns gleich doch einen der Schlüssel holen. Warte, warum kommt da immer wer? Du Arschloch. Sechs Schuss sind echt nicht viel. So, das können wir aber auch gleich öffnen, weil ich habe mir gemerkt, das war DCM. Obwohl wir dieses Bild erst viel später kriegen. Okay, MP-Munition lassen wir inzwischen liegen. Und da kriegen wir den, was war's? Peak-Schlüssel. Ja, Pikschlüssel. Passt. Jetzt krabbelt hier natürlich kein Licker vor der Tür herum.
Okay, da können wir noch nichts machen, weil wir die Batterie ja nicht haben. Ja, an alle Überlebenden, das Licker, die Licker-Beschreibung haben wir auch schon gelesen. Oh Mann! Gebt's mir doch bitte wieder ein Messer. Au! Doch eher ein kleines grünes Kraut mitnehmen, das grüne Kraut einfach. Die Zombie-Dichte ist jetzt auf jeden Fall höher als noch mit Leon. Alte! Stirb endlich! So. Kriegen wir hier gleich wieder den Tresor? Nein. Kriegen wir das Kästchen? Okay. Aber die Anleitung für den tragbaren Tresor. So, was haben wir hier alles drinnen? Brandgranaten. Das war jetzt Cap. Haben wir ja unten schon gesehen. Noch einmal Brandgranaten und da war der Dude drinnen. Achtung! Grüß Gott! So, und da können wir jetzt die Kurbel einsetzen. Also den Ventilgriff, Verzeihung. Damit kommen wir schon zum Stars-Büro. Praktisch, praktisch. Das geht flotter mit Claire. Ich wusste es, dass er oben fallen wird. Schießpulver. Und nichts. So. Aber nachdem der Licker jetzt unten schon war, kommt er hier nicht mehr, oder? Noch mehr Brandgranaten! Was mache ich mit den Dingern? Hallo, das rote Kraut. Nein, lassen wir inzwischen liegen. So, was gab's hier alles? Der Mr. Raccoon ist natürlich schon weg, ja. Hochwertiges Schießpulver. Da ist das Heilspray drinnen, jawohl, ja. Eine Blendgranate, für die wir keinen Platz haben. Noch mehr Brandgranaten. Oh. Leons Mitteilung. Na, das kennen wir noch nicht. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es vor Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Leon. Oh. Und da drin ist eine Waffe, aber dazu brauchen wir natürlich den USB-Dongle. Ja, und den kriegen wir ja. Obwohl, ist der nicht in dem Kästchen drinnen, das wir aufgesammelt haben? Aber dazu brauchen wir ja erst das rote Buch und den Arm von der Statue.
Und da haben wir die Batterie. Die wir auch nicht benutzen. Oh Mann. Internes Memo. Gut, der Tresor von unten, 9157. Da war aber eine zweite Tasche drinnen, ne? Gut. Aber dann geht's. What the? Mr. X? Jetzt schon? Du willst mich doch verarschen. Oh, da haben wir noch was zum Lesen übersehen. Ja, die Heilwirkung von Kräutern. Fuck, jetzt haben wir Mr. X jetzt schon an der Backe? Scheiße. Oh Mann. Na, damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet. Au weh. Und das macht das Ganze ja jetzt ein bisschen unlustiger. Ja, da ist es, wie man Schießpulver zusammenmischt, das kennen wir. Obwohl, es ist ja mit ihr jetzt vermutlich anders, ne? Pistolenmunition, zweimal Schießpulver, Säuregranaten, Schießpulver und hochwertiges und MP-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver. Weil sie hat ja offensichtlich andere Waffen als Leon. Ah, da sitzt unser Freund. Da liegt unser Freund. So, 9 links. 15 rechts und 7. Passt. Und das ist die zweite Tasche. Gut. Ja, den Einsatzbericht kennen wir auch schon. So, und das Memo für Leon kennen wir auch. Und da wissen wir ja, dass wir die Anfangsbuchstaben benutzen sollen. Was war denn das jetzt? Oh Gott. Schauen wir lieber noch einmal. David. Elliot. Ah, hier. Und Neil, also Ned. Da hatten wir Marvin, Rita und George. Schnelllader für die SLS 60. Okay, das bringt mir halt nur genau gar nichts. Oh nein! Oh Gott! Thank you.
Oh Gott, jetzt habe ich den hier wirklich die ganze Zeit auf meinen Fersen. Verdammt. Toll, und die lebt ja auch noch. Aber in die Bibliothek kann ich doch mit dem Pik-Schlüssel auch rein, oder? Jawohl. Hier stehen natürlich auch zig herum. Und lassen sich's gut gehen. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Lass mich in Ruhe, Mann! Okay. Ja, benutzen wir das halt mal. Auch wenn ich ja für die SLS genau gar nichts hab an Munition. Ja, gut. Kann ich mir Munition machen für die SLS? Wenn ich zwei normale Schießpulver kombiniere, oder gibt das irgendwas anderes jetzt? Ja, okay. Es gibt normale Munition für die SLS. Okay. Immerhin. Jesus, wieso rennt der jetzt schon da draußen herum? Noch mehr Schießpulver. Munition. Okay. Ja, das kann ich auch noch lesen hier. Und da ist noch rotes Kraut. Passt. Kann ich das rote Kraut gleich kombinieren? Ja. So. Passt. Haben wir da ein bisschen was zumindest. Oh Mann! Rennt der wirklich jetzt schon da herum? Fuck! Okay, im Schließfachraum war der Film. Batterie brauchen wir allerdings dringend als nächstes. Stimmt, das rote Buch war in der Bibliothek. Okay, dann zuerst den Film entwickeln gehen. In der Hoffnung, dass
der da jetzt nicht herumrennt irgendwo. So, den Film. Gut. Oh, verdammt. Oh oh, und ich bin schon auf Gefahr! Oh mein Gott! Okay, jetzt wird's aber wirklich schnell sehr, sehr nervenaufreibend. So, den Film können wir entwickeln. Erinnerung, genau. Ja, das ist das Foto mit dem fürs rote Buch und den Arm, wo wir dann das Kästchen bekommen können. So. Ja, die Abfolge der Dinge ist doch sehr anders als noch in der A-Kampagne. Hallo. Ist doch hier gleich irgendwo. Wo bist du? Okay. Habe ich Bretter, eine Blendgranate und grünes Kraut noch herumkugeln. Aber ich muss in die Bibliothek zurück. Hilft nix. Die Bibliothek und ins Stars Büro für die Batterie. Ja. Jetzt gehen wir mal ganz langsam, damit er uns nicht gleich wiederfindet. Oh Mann. So, das kann man jetzt dann gleich... Genau, miteinander kombinieren. Und damit hätten wir jetzt schon den Zünder. Sehr schön. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Rotes Kraut. Brauchen wir eigentlich momentan gar nicht. Heilspray und eine Blendgranate. War die denn, die Blendgranate? Hier. Das Heilspray nehmen wir aber wahrscheinlich jetzt mit zur Sicherheit. Wo bist du da vorher hergekommen, Mr. X? Die Tür ist zu mit dem Karo-Schlüssel und die Tür ist versperrt.
So, da haben wir die Karte vom Obergeschoss. Und da können wir uns jetzt das erste Medaillon holen. Was war denn das? Das war die Einhornstatue, ne? Oh mein Gott, ist ja nur verschmiert. Das zweite ist eine Waage. Ah ja, toll. Haha. Das erste waren, glaube ich, Zwillinge, ne? Aber was war das jetzt? Probieren wir es einfach aus. Na, bitte, Gott sei Dank. Das Einhorn-Medaillon. Passt. Und natürlich, wer ist da schon wieder? Oh. Eine Dose, hier schon? Was ist denn da wieder drinnen? Ein Film. Für die Löwenstatue. Cool. Okay, dann können wir uns das rote Buch da jetzt eh noch nicht holen. Dann gehe ich nochmal zurück. Oh mein Gott. Zum Labor. Irgendwo kommt er doch gleich durch. Zur Dunkelkammer meine ich. Und entwickelt den Film. Und dort sehen wir uns dann am Anfang des nächsten Parts wieder. Keep gaming.